So, ich weiß nicht, ob ich es doll rübergebracht habe. Wir haben bloß ganz, ganz wenig geschlafen. Aber wir müssen heute einkaufen. Die ganzen Tage bleibt es sehr, sehr warm. Wir gehen woanders einkaufen, weil ich habe Rewe ja schon drum gebeten. Weil wir können den beiden Läden nicht einkaufen. Man arbeitet weiter gegen uns. Und heute tat Gurkenhals wieder doof. So, möchte ich nochmal in aller Form protestieren. Dazu stelle ich mich nochmal kurz hin. Wir brauchen sowieso eine Pause, ne? Es ist eine bodenlose Frechheit, was sich der BND, der Staatsschutz, BKA, gegen uns herausnimmt. Werden da nicht... Entschuldigen Sie bitte. Ja, das ist kein Wunder. Das ist immer wieder im Hals haben. So, wir werden auch immer weiter begast. Natürlich nicht mehr so doll, aber es hat seine Wirkung. Wir merken es daran, dass wir im Moment nicht abnehmen. Also ist da was ganz, ganz faul. Ich dachte erst, die Vergiftung der Körper wehrt sich. Nein, nein, und wir, ja, wir essen auch nur 17 Uhr. Wenn wir ein bisschen eher essen, dann machen wir das so, weil wir dann gerade in der Nähe von der Toilette sind. Aber wir müssen auch ziemlich oft auf die Toilette und dafür, das ist im Moment die Schnittstelle, da versucht man, an meine Frau ranzukommen. Aber es ist was anderes so. Ich protestiere noch einmal in aller Form, dass man das nicht mitbekommen hat. Dass wir lauter Doppelgänger haben. Wie gesagt, wir müssen mehrere haben und hier sind auch noch mehrere und es kann sein, dass die bis zum 2., 4. mindestens oder auch danach immer noch wieder zum Einsatz kommen. Wer weiß, wo uns überall nochmal gemeldet haben bei der Polizei. Besonders ich. So, und die Polizei, die zweifelt langsam selbst und die Staatsanwaltschaft hier und die Richter, die ehrlichen Richter. Die haben hier andauernd Déjà-vu-Erlebnisse. Und genauso die Pfeifen vom BND, ne? So, ich möchte, dass da gehandelt wird, ne? Und wenn die nicht richtig handeln, bitte ich die anderen internationalen Sicherheitsdienste das ein bisschen Druck ausüben, ne? Weil das geht ja nun gar nicht. Da habe ich keine Lust. Und die hängen hier überall drin und blockieren alles und wissen genau Bescheid. Und wussten in allen Aktionen Bescheid, die die Polizei machen will, weil die Volkspolizisten hier auch mit drin sind. Und haben dann immer je nachdem entweder den Doppelgänger eingesetzt oder mich eingesetzt. So, und wie ich das geschildert habe, ich gehe davon aus, dass es richtig war. Also die Polizei hat den Auftrag, mich zu erschießen. 2005 im August. So, meine Frau sollte auch im Gefängnis beseitigt werden. Aber die sollte nicht beseitigt werden, sondern sie hatte eben einfach zu viel Lithium drin und sie durfte ja nichts essen und so und hat dann nichts mehr gekriegt. Und sie hat schon richtig gehandelt. In der Zelle. Hat schon das Richtige gemacht. Aber die Ärztin und die Schwester und so, die haben Bescheid gewusst. Das Personal da, das Wachpersonal, das hat alles richtig gemacht. Sie haben ja dann nachher die Schwester zumindest gut und die sollte entscheiden. So, und ich sollte wirklich erschossen werden von der Polizei im Auftrag von Staatsschutz oder BND. So, sie hängen hier überall drin, sie haben Deutschland übernommen. Ich bitte nochmal die internationalen Länder, mich zu unterstützen. Und ich fordere nochmal die Stadt auf. Das kann doch nicht sein. Wir kämpfen hier um unser Leben, jeden Tag. Jeden Tag können wir einfach draufgehen, wenn wir draußen sind. Schon allein durch unsere Krankheiten, umsonst hängen sie doch nicht immer zu uns. Und sie machen hier nichts. Sie warten ab, sie lassen sich alles berieseln. Und ja, ja, das möchte ich mal den jungen Menschen sagen. Jeder hat jetzt Angst, dass er am Geld. Also ich tue hier bestimmt keinen Polizisten was oder irgendeinen anderen. Ich hole mir die Politiker und ich will sie haben. Und das habe ich schon gesagt. Und nichts anderes, die stecken dahinter. Und natürlich diese Kleinen, die hier Springensfeld gemacht haben in meiner Wohnung am 2.4. So, und das möchte ich Ihnen jetzt nochmal eindeutig sagen. Wir sind ja weit weg. Also die beiden Polizisten, also es sieht so aus. Also hätten sie uns verlassen, wären wir tot gewesen. Unsere Doppelgänger wären da gewesen. Wäre uns irgendwas passiert? Oder hätten sie was machen müssen, wenn sie beide noch da gewesen wären? Sie waren ringsum in Überzahl, als wären sie beide tot gewesen. Seien Sie froh, dass ich noch so gut drauf war. Das war nur Zufall, das war wirklich Gott, der mir da geholfen hat. Sonst, das möchte ich sagen, sie hätten eiskalt diese beiden Polizisten getötet und hätten so getan, als wenn ich es war. Und der doofe, die Doppelgänger, die wissen nichts von uns. Der wäre dann in den Knast gegangen. Zumindest einer von denen, ne? Und dann hätte ich natürlich weitergelebt. Also ich habe bestimmt 10 Stück, würde ich sagen. So, und zwei sind tot. Der eine, wo ich erzählt habe, und der andere. Und der zweite wurde wahrscheinlich hier in Frankfurt vom anderen organisierten Verbrechen getötet. So, und ansonsten möchte ich das nochmal sagen. Ich bin total friedlich. So, und die Drogen, das ist auch falsch. Da habe ich immer gedacht, sie vergiften uns mit Absicht, weil sie wütend sind, dass wir sie nehmen müssen. Nein, die musste ich kriegen und nehmen, weil die anderen drogensüchtig sind. Genauso meine Frau. Deshalb mussten wir auch so viele andere Medikamente nehmen, damit es nicht aufhört.
So. Das ist dann eine Antwort. Und die nächste Antwort, das habe ich jetzt wieder vergessen. Wie gesagt, wir sind sehr müde und das ist super. Und der Ärger ist sehr groß, ne? Ich habe eine riesige Wut. So, und ich hoffe, dass das noch hochkommt, weil da war ein großer Polizeieinsatz und ich versuchte, Kontakt aufzunehmen zu zwei Polizisten, aber sie haben gar nicht zu mir hingeguckt, ne, Nadi? Das kam mir auch schon wieder ein bisschen sehr komisch vor. Das geht nicht. Sie haben uns hier sofort zu schützen und ich möchte sofort eine eigene Truppe aufgebaut haben, dass ich meine Wege hier durchsetzen kann, dass wir dann die Polizei rufen, ne, Nadi? Und dass ich geschützt bin und nichts anderes. Ich bin hier nicht Ihr Blödmann. Und ich sag den Politikern hier nochmal, wir sind nicht Ihresgleichen. So, und es kann durchaus sein, dass hier immer weiter Doppelgänge rumlaufen. Deshalb will man uns hier auch weiter in der Wohnung halten und bedrängt uns jetzt so doll. Weil einem schwimmen jetzt langsam die Fälle davon. Ich hab sie alle. Und ich kriege immer jeden. So, und da möchte ich auch nochmal allen anderen sagen, da kommt man nicht vorbei, ne? Auf jeden Fall sind die Täter suizidgefährdet. Und auf jeden Fall müssen sie zur Untersuchung zur Psychiatrie.